Mein Name ist Michael Feld, ich bin Allgemeinarzt und Schlafmediziner, beschäftige mich seit über 12 Jahren mit Schlaf, mit allen Störungen der Nacht. Der Schlaf wird durch ganz viele Sachen gestört, die sozusagen die Entspannung bedrohen. Wir haben eine sehr zivilisierte und hochgezüchtete Gesellschaft, wo sehr viel schnell kommuniziert wird. E-Mails, Handy. Und dadurch sind die Menschen häufig in einer sehr hohen Drehzahl und kommen abends nicht mehr runter. Und das ist ein Grund mit, warum diese Schlafstörungen zunehmen. Das andere Thema, was groß ist, ist das Schnarchen. Das betrifft hauptsächlich Männer ab 40 Lebensjahren. Und das macht sehr viele Partnerschaftsprobleme, weil die Frauen genervt sind. Und das macht aber auch den Schnarcher, die Männer, häufig krank und die merken das nicht. Mein Buch Schlafen für Aufgeweckte setzt gerade da an, dass es in relativ einfachen, klaren Worten erklärt, wie solche Schlafstörungen zustande kommen, wo sie herkommen und auch was man dagegen tun kann. Wie sie zum Beispiel auch ihren Tagesrhythmus auf Schlafen hin trainieren können. Dass sie also gucken, dass sie abends 2 Stunden vom Schlafen runterfahren. Dass sie zur richtigen Zeit Bewegung machen. Dass sie morgens frisches, helles Licht bekommen. Dass sie morgens wach sind, damit sie abends müde werden. Also sehr konkrete, klare Tipps und Erklärungen, wie sie besser schlafen können.